Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Wir sind letztens bei diesem kleinen Steinrätsel stehen geblieben und wir sollen Steine rausnehmen. Und wir sollen festlegen, wie viele Steine wir rausnehmen sollen, um den größten Gewinn zu machen. Und für mich sieht die Sache ganz klar aus. Wir kriegen ja nur dafür Goldstücke, wenn wir genauso viele schwarze wie weiße Steine haben. Also würde ich einfach mal sagen, wir nehmen genau 100 Steine raus. Ja, versuchen wir es mal. 100. Dann wollen wir mal sehen. Weil sonst hätten wir einen weißen Stein zu viel, würden wir kein Ein Gold Gentleman kriegen. löst jedes Rätsel. Jo. Geschickt gelöst. Es ist nicht zu übersehen, dass sie ein echtes Händchen für Rätsel haben. Rätsel 64 Glückssteine steht nun im Rätselindex. Und wir gehen nochmal in Richtung Zug, denn ich glaube, ganz unten war auch noch ein Bildschirm. Hier. Sprechen wir mal den da an. Hey ihr zwei, was macht ihr denn hier? Sucht ihr was? Nur nach einigen abgerissenen Fotostücken. Haben Sie vielleicht welche gefunden? Ihr sammelt Müll? Ich glaube, so einen Fetzen habe ich hinten beim Tor zum Wald gesehen. Es ist schon erstaunlich, wie vielen Leuten von außerhalb man solche... Wie vielen Leuten von außerhalb man heute so begegnet. Gerade wollte eine junge Dame wissen, wie man zum Schloss Herzen gelangt. Wie sah diese junge Dame denn aus? Sie war echt hübsch anzusehen. Knapp 20. Sie gehört also nicht zu euch, was? Er meint bestimmt Katja, Professor. Sie würde zumindest zu seiner Beschreibung passen. Ob sie es auf das Vermögen der Herzenfamilie abgesehen hat? Den Eindruck hatte ich nicht. Aber etwas an der Sache scheint mir in jedem Fall seltsam. Doch genug geplaudert. Wir wissen nun, wo wir nach dem letzten Fototeil suchen müssen. Lass uns in der Nähe des Waldes suchen, ehe der Wind es noch fortweht. Luke und Professor Layton beschließen, das letzte Fototeil am Tor beim Waldrand zu holen. Bei dem Tor standen wir doch vorhin, oder? Ja, Leute, ich spiele seit vorhin, das ist eine angehängte Folge, sag ich jetzt mal so. Dann war's das mit dem unterdessen anderswo. Würden Sie also sagen, er kommt oft in die Stadt? Oh, aber klar, der Typ kann ja jederzeit kostenlos mit dem Molento Express fahren. Das ist einer der Vorteile, wenn man seine eigene Eisenbahnlinie hat. Wenn man ihn sieht, ist auch immer der schäbig aussehende Schaffner dabei. Meistens wird er gerade wegen irgendwas zusammengestaucht. Einen Grund gibt's wohl immer. Irgendwas scheint er wohl zu suchen, aber wer weiß. Es muss schon etwas Besonderes sein, wenn er es mit seinem vielen Geld nicht kaufen kann. Das ganze Getöse um die Schatulle ist mir ein Rätsel. Was daran wohl so toll sein soll. Inspektor, entschuldigen Sie, aber die Zentrale hat soeben mitgeteilt, dass sein Alibi wasserdicht ist. Ach ja? Ha! Dann war's das wohl. Haha. Hahaha. Barton, wir haben unseren Täter. Trommeln Sie die Verdächtigen zusammen. Es wird Zeit, diesen Fall abzuschließen. Aber Inspektor, wenn wir den Täter kennen, sollten wir ihn dann nicht einfach verhaften? Wie bitte? Barton, manchmal denke ich, Sie sind in der falschen Branche tätig. Ich lasse mir doch nicht das größte Vergnügen entgehen, das die Arbeit eines Inspektors zu bieten hat. Den Schuldigen im Beisein einer Menschenmenge zu identifizieren. Das wird der Höhepunkt dieses Falls werden. Also versammeln Sie alle, und zwar flott. Jawohl, ja, Chef. Hi.
Da haben wir's. Das ist ja ganz schön gruselig. Denken Sie, der Pfad hinter dem Tor führt zum Schloss, Professor? Es hat ganz den Anschein, Luke. Also, wer mitten in einem derart gruseligen Wald wohnt, muss schon etwas verrückt sein. Kein Wunder, dass die Leute denken, hier wohnt ein Vampir. Haha. Zeig doch mal etwas Mut, mein Junge. Wir wollen doch... Oh, was ist denn das? Da steckt etwas auf dem Zaun. Oh, tatsächlich. Das ist das letzte Stück des Fotos. Fototeil erhalten. Damit hast du alle Teile des Fotos gefunden. Wenn wir jetzt alle Teile haben, wollen wir doch mal sehen, ob wir sie wieder zusammensetzen können. Rätsel 116. Fotoschnipsel. 60 Pi-Karat wert. Professor Layton und Luke haben es endlich geschafft, alle 16 Teile des zerrissenen Fotos zu finden. Setze die Teile wieder zusammen, um das Motiv sichtbar zu machen. Du kannst die Teile auch drehen, indem du sie am Rand berührst. Pass auf, dass du das Bild nicht falsch herum zusammensetzt. Schauen wir mal die Ecken an. Das sieht mir aus wie ein unteres Teil. Stellen wir es doch mal hier hin. Vielleicht passt das ja oben dran. Wir gehören auf jeden Fall zusammen. Nein, dann gehört das hier hoch. Ich will dich drehen, hallo. Ah, jetzt. So. Gehört das Teil vielleicht? Nein, andersrum. So rum. Und das Teil gehört unter Umständen. So rum hin. Gerade abgetrennt. Okay, Leute, das überspannt gerade den Bogen der Folge. Ich werde hier einen kleinen Schnitt machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich das Bild schon fast zusammengesetzt habe. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.